Einige Angehörige der lettischen SS am 16. März durch die Hauptstadt Riga, um an ihre gefallenen Kameraden zu erinnern und sie als Helden zu ehren. Die Anzahl der Teilnehmer dieser Aufmärsche erhöht sich mit alarmierender Stetigkeit von Jahr zu Jahr. Auch nehmen Mitglieder der lettischen Regierung daran teil, auch wenn sie sagen, dass sie eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Am 16. März 2011 haben in Riga mehr als 2500 Leute, lettische Politiker, unter ihnen denjenigen Letten gedacht, die auf der Seite Nazi-Deutschlands in der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges gekämpft haben. Der lettische Premierminister sagte den Massenmedien, dass der 16. März eigentlich keine besondere Bedeutung hatte. Der Tag, wie es hieß, der Tag des Legionärs werde lediglich von den Radikalen beider Seiten benutzt, um sich gegenseitig zu beschimpfen. 2012 sagte der Präsident Bersins, dass die lettischen SS-Kriegsverbrecher keine Verbrecher seien. Wir sollten uns vor ihnen verbeugen. Ich, also Monika Löwenberg, habe die Petition gegen den Nazimarsch am 20. Januar 2012 initiiert. Ich bin die Tochter von Ernst Löwenberg, einem jüdischen Flüchtling aus Berlin. Dessen Bruder wurde mit 19 Jahren in das Riga Ghetto weggesperrt, mit über 100 anderen aus der weit verzweigten, umfangreichen Löwenberg-Familie. Die meisten haben es nicht überlebt. Ich bin der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft, die EU und die NATO, Lettland und diese Nazi-Veranstaltung scharf verurteilen sollten. Veteranen der Waffen-SS werden in keinem Land der EU, in der Lettland seit 2014 Mitglied ist, als Helden verehrt. Schon am 6. März 1999 hat das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Jerusalem den Legionärsmarsch verurteilt. Der sture Willen der lettischen Veteranen der SS-Legion, einen öffentlichen Aufmarsch durchzuführen, um ihre Rolle als Kämpfer für das Dritte Reich zu glorifizieren, heißt es in der Stellungnahme aus Jerusalem, ist ein klarer Hinweis darauf, dass viele Letten bis zuletzt die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg nicht gezogen haben. Nicht ein einziger der vielen lettischen Mörder, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben, wurde, seit Lettland unabhängig ist, zur Verantwortung gezogen. Viel zu viele Letten identifizieren sich mit denen, die an der Seite der Urheber des Holocaust kämpften und nicht mit den Opfern. Ende des Zitats. Es ist eine Schande für Lettland, schreibt Monika Löwenberg, das immer noch so stolz ist auf die Zusammenarbeit mit einem der schlimmsten Völkermordregime, das die Welt je gekannt hat. Ich grüße aus vollem Herzen alle Menschen, die sich heute und morgen an Protestaktionen gegen den Aufmarsch der Legionäre beteiligen.